Wir haben für den Herrn Bundespräsidenten sozusagen das Alpen-Adria-Projekt Alpen-Adria-Tag im Rahmen eines Tages der offenen Tür vorbereitet. Und zwar gibt es hier über 40 Projekte, die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler ausgearbeitet haben und heute präsentieren werden. Und ich hoffe, der Herr Bundespräsident wird zumindest so viel Zeit haben, dass er zwei, drei Projekte sich wird anschauen können. Es ist ein ganz besonderer Tag eben für die Stadt, aber insbesondere für das Alpen-Adria-Gymnasium. Und der heutige Besuch hier im Alpen-Adria-Gymnasium im Völkermarkt ist zweifelsohne ein Höhepunkt und er zeigt auch einerseits, wie interessiert der Bundespräsident auch an dem ist, was sich im Land Kärnten tut, vor allem wenn es grenzüberschreitende Aktivitäten gibt. Es zeigt aber auch, welche großartige Leistungen das Alpen-Adria-Gymnasium hier in Völkermarkt dieser Region den Schülerinnen und Schülern bietet. Jede Schule kann sich glücklich schätzen, wenn es ihr gelingt, den Bundespräsidenten in die Schule zu holen. Deswegen stelle ich mich hierher. Ja, es freut mich sehr. Ist wie ein Blirn, der aus alle Wald bliert. Ist wie ein Jauchzer, der mir nicht verholt. Wie ein Glas Wasser draußen im Wald. Lieber Herr Bundespräsident, ich darf Sie herzlich im Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt begrüßen. Danke, dass Sie uns heute die Ehre geben. Ich habe Gelegenheit, durch einen Kärntenbesuch gestern und heute diese Schule zu besuchen, aus einem besonderen Anlass, auf eine besonders liebenswürdige Einladung hin. Und es macht mir wirklich Freude, wenn ich da sitze und die Schülerinnen und Schüler bei ihren Vorführungen beobachte. Natürlich, wie könnte es anders sein? Fällt mir ein, dass ich auch, so wie ihr, Schüler war, Klassensprecher war, schöne Stunden, schwierige Stunden in der Schule erlebt habe. Und wahrscheinlich, je länger das zurückliegt, umso mehr weiß man, wie wichtig dieser Abschnitt im Leben eines Menschen ist. Was verschafft dem Alpen-Adria-Gymnasium die Ehre, den Herrn Bundespräsidenten Heinz Fischer begrüßen zu dürfen? Also erstens eine sehr freundliche Einladung, die mich gefreut hat. Zweitens die Tatsache, dass das Alpen-Adria-Gymnasium bis Wien einen sehr guten Ruf hat. Da ist eine Schule, die modern ist, die sich Ziele über die Grenzen eines Landes hinaus setzt, nämlich den Dialog auch mit anderen Kulturen und Sprachen. Und drittens, dass ich diesmal einen etwas umfangreicheren Kärntenbesuch mache, wo für viele interessante Besuche Platz ist. Wie gefällt Ihnen die Region Südkärnten? Also ich kenne Kärnten seit meiner Kindheit von Urlauben. Ich habe einmal Freunden im Süden Kärntens einen ausgiebigen Nachdenk- und Kultururlaub gemacht. Ich habe mit vielen Personen in Kärnten freundschaftliche Kontakte und besonders am Kerzen gelegen ist mir, dass in Südkärnten die verschiedenen Sprachkulturen, also die deutschsprachigen und die slowenischsprachigen, zueinander finden und Probleme gelöst werden, die
lange Zeit eine Hürde waren für weitere gute Entwicklungen. Und das ist gelungen und das freut mich besonders. Und trotzdem wird mein Interesse an Südkärnten unverändert bleiben und vielleicht noch wachsen. Welchen Eindruck nehmen Sie von Alpenadria-Gymnasium Völkermarkt mit? Also ich habe jetzt eine schwungvolle, wunderbare Veranstaltung mit 500 oder mehr als 500 Schülerinnen und Schülern erlebt. Die waren aufgeschlossen, die waren bei der Sache. Der Direktor hat die Ziele der Schule erläutert. Alles hat gut funktioniert. Ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt.